Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Lasset uns fortfahren mit Kapitel 2 Bourbon in Riga. Möchten Sie zuvor gespeicherte Spieldaten wirklich überschreiben? What? Fortsetzen. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka tränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Achom! Auf dich! Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf dich, Achom! Achom, auf dich! Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Achom. Auf deine Gesundheit. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren und wurden ohnmächtig. Wenn du mit dem Trinken fertig bist, kannst du dir ja die Station ansehen. Aber unser Freund Artyom war okay. Anscheinend hat er die Wirkung auf ihn gehabt. Schuss er auf. Lass mich das nächste Mal den Helden spielen. Zur Streckensperre geschafft haben. Ich trinke ebenfalls auf einen sonetten Gern. Auf Adjom. Wenn du mit dem Trinken fertig bist, kannst du dir ja die Station ansehen. Trinken auf mich. Was haben wir denn hier so? Ich hab meine Rechte! Lass mich aus der Station raus! Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Oh, wir können Klavier spielen. Mich überhaupt nicht, Arschloch. Ich habe meine Befehle. War nicht sonderlich gut, scheinbar. Niemand mit mir reden. Du bist heute ein echter Held. Danke. Wie soll ein Händler sein Geld verdienen, wenn er nicht zwischen den Stationen reisen kann? What the? Okay, das war merkwürdig. Hatte gerade kurz Black Screen. Schau vorbei, wenn du in der Gegend bist. Ich ertrage es nicht mehr. Ja, komm. Danke. Okay. Gib mir bitte ein paar Patronen. Hab ich doch schon. Eine Patrone. Ich habe Sorgen um... Essen. Essen. Ich habe seit Tagen nicht gegessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, okay, wir können jetzt nicht allem was geben, das hilft uns nicht weiter. Kann ich mit euch reden? Nö. Okay, hier ist immer einiges los. Ja. Sind Sie Artyom? Ja. An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Er ist irgendwie groß und unheimlich. Und er riecht auch nicht gut. Uah. Für eine Patrone führe ich sie dahin. Klar. Danke, gehen wir.
Uch! Das habe ich sogar noch ein Achievement dafür gekriegt. Hey, gehen wir! Lichter machen, sonst sieht man hier ja nichts. Na los, geh weiter. So. Folgen Sie mir! Gerade leicht verlaufen bei der Maussteuerung. Na komm schon, Kleiner. Was sagten die? Da hinten sitzt er. Also, ich gehe. Wiedersehen. Danke, Mann. Komm her. Du bist Artyom, richtig? Bin ich. Setz dich. Okay. Achso, Gott. Licht an, aus. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Ja. In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Geh mal los. Lass mich die Munition noch holen. What? Gehen Sie zur Polis, finden Sie dort einen Ranger namens Miller. Beschreiben Sie die Situation in der Mitte, verlassen Sie Riga mit Bourbon. Auch ein geiler Name. Ich kann mal nicht zufällig trinken oder so. Ganz schön dunkel hier gerade. Findet man hier vielleicht noch irgendwas Nützliches? So ganz nebenbei. Und spontan. Oh. Scheinbar nicht. Boah, ist das dunkel hier. Huch. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben. Oh, fuck. Den Schuss habe ich dafür, okay. Ach, nur einzelne Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Immer doch. Shotgun Shells, Munition, jawohl. Bourbon, warte auf mich! Habt ihr das gehört? Kulisse hier. Kann man nicht irgendwie in den Ohren lauschen? So richtig offiziell? Boah, dieses Herzklopfen. Es ist so basshaltig. So intensiv.
würde gerne noch mehr davon hören. Dafür gibt es nämlich einen Moralpunkt. Aber ich glaube, ich habe es vermasselt. Hätte ich von Anfang an machen sollen. Was ist denn hier drin? Hört sich nach was Bösem an. Oh, der hat Munition. Nicht mit mir. Oh Gott, die armen Schweine. Was ist denn das? WTF? Was ist denn das bitte für eine Waffe? Scheint mir irgendwie eine... man hier auch nicht zielen kann, ne? 16 Schuss habe ich hiermit. Doch, der wechselt die Shotgun damit aus. Habe ich keinen Schuss dafür, oder was? Oder irgendwie... Irgendwie will ich da nicht runter. Da unten scheint es aber irgendwo hinzugehen. Kann ich da überhaupt runter? Ich kann nicht speichern. Ja, komm. Ja. Man ist dann tot. Okay. Irgendwie verschwindet der direkt. Alter! Ist ja wie der Super Mario Land 2 Boss. Die Scheißratte. Och komm. Das ist doch scheiße. Alter! Aber wenn mich das scheiß Vieh anspringen. Boah. Was kann das Gewehr? Nachladen. Und dann? Ach, das ist ein Hochdruck. Oh, der hat noch Mun. Nicht in die Löcher. Wir wissen, das ist tödlich. Und dann schließen wir uns mal wieder Bourbon an. Nicht mehr hören? Das wäre echt schade. Dann hätte ich jetzt einen Moralpunkt verpasst vorhin. Warte verdammt doch mal! Hm.
Oh. Scheiße, eine Karawane. Alle sind tot. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hansa prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Okay. Wo müssen wir lang? Alarmsystem. Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dosen nicht berühren. Okay, hier vorne haben wir wohl nichts. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Rutsch. Hoppla, eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um Blinde und Wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst? Was? Och komm!